Mein Name ist Stefanie Pockhand-Gauderer. Ich bin zweiter Vorstand beim Bündnis Zukunft Germering. Mein Name ist Michael Lorenz. Ich bin erster Vorstand beim Bündnis Zukunft Germering. Und in meinem Normalleben, das ist auch Normalleben, aber ich bin auch noch evangelischer Pfarrer hier in Germering. Entstehen tut ja meistens was durch einen konkreten Anlass, den man hat. Und damals war es 2019, hat Fridays for Future zu einem internationalen Proteststreiktag aufgerufen aller Generationen. Und das haben wir als Anlass genommen, zu sagen, lasst uns das in Germering auch machen, und haben mal so die üblichen Verdächtigen angeschrieben. Und dann sind tatsächlich auch viele gekommen. Es waren wirklich relativ schnell eine Gruppe von 40 Leuten, würde ich sagen, ganz unterschiedliche Gruppen in Germering, die gesagt haben, ja, wir wollen da auch ein Zeichen setzen. Und das war dann auch wirklich ganz schön und erfolgreich. Wir waren damals auch vor der Stadthalle, so wie heute, und es waren über 1000 Leute da bei der Demonstration. Und als wir uns danach wieder getroffen haben, haben wir gesagt, das wäre doch schade. So viele haben gedacht, endlich treffen sich mal Leute, machen was zusammen für die Umwelt, fürs Klima. Lasst uns beieinander bleiben, lasst uns was machen. Dann haben wir überlegt und sind drauf gekommen, wir gründen einen Verein und versuchen mal so richtig Aktionen zu starten und Projekte umzusetzen und auch mal so ein paar Statements abzugeben. Genau, also der Verein hat für uns den Vorteil gehabt, dass wir auch Spendengelder dadurch akquirieren können. Also wir sind auch gemeinnützig anerkannt. Und das hat, finde ich, auch eine Struktur, dass sozusagen auch klar ist, dass es was auf Dauer sein soll, dass wir uns dauerhaft engagieren wollen. Und für mich die Motivation, ich denke, es gibt so viele Dinge im Umwelt- und Klimabereich, die sich sozusagen nicht von selber machen, die irgendjemand muss sozusagen sagen, okay, ich nehme es in die Hand und tu was. Und ich glaube, dazu ist es gut, wenn man sich zusammentut, weil jeder Einzelne wurschtelt dann doch so ein bisschen vor sich hin und wird dann vielleicht auch nicht so viel draus, aber wenn man zusammen sich tut, hat man auch verschiedene Ideen, hat man mehr Ideen, wird von den anderen auch wieder motiviert, mitzumachen, weiterzumachen. Das ist so, glaube ich, meine Grundmotivation, warum ich denke, dass es gut ist, so einen Verein zu haben, um ja, die Synergien zu nutzen, die gemeinsamen Ideen zu nutzen. Und ich habe ein Motto, wenn du willst, dass was gescheit funktioniert, dann machst du es am besten selber. Und deswegen habe ich gesagt, dann mache ich auch was. Und das ging mit dem Verein dann Hand in Hand und jetzt macht der Verein ganz viel. Genau, und die Ziele liegen schon hauptsächlich im Umwelt-Klimabereich. Wir verstehen uns aber auch auch im sozialen Bereich. Also zum Beispiel die Kleidertauschpartys machen. Da müsstest du drüber sprechen, weil das dein Kind ist und du viel mehr engagiert bist. Das hat ja beides. Die Kleidertauschpartys und auch der Verschenkemarkt, den wir jetzt machen, hat natürlich auch eine große soziale Komponente und natürlich auch die Umweltschutzkomponente, dass man wiederverwertet und die Sachen nicht wegschmeißt. Ja. Und ich denke, die Dinge, die wir machen, hängen wirklich an den Leuten, die bei uns dabei sind und an die Ideen, die die haben. Also wir können natürlich noch viel mehr sinnvolle Sachen machen. Sie haben uns auch nach Urban Gardening und solchen Sachen gefragt. Die finde ich alle super. Nur haben wir sozusagen gerade niemand, der sagt, ich habe die Zeit und die Kapazität, das umzusetzen. Also es liegt jetzt nicht daran, dass wir das nicht gut finden würden, sondern das läuft bei uns zurzeit so. Und macht da, denke ich, auch Sinn, dass wir eben die Dinge umsetzen, wo sich jemand findet, der sagt, das mache ich. Das macht Spaß, das mache ich, da kümmere ich mich drum. Da haben wir jetzt ganz viele Partys. Wir sind eigentlich ein Partyverein. Wir feiern Verschenkemarkt, Party sage ich eigentlich immer, und Kleidertauschparty, Solarparty, Spielzeugtauschparty. Wir feiern gefühlt ganz viele Partys. Klimafest ist ja auch eine Party in dem Sinne. Und tun was Gutes. Weil die Dinge im Kreislauf bleiben, wir Leute informieren, wir viele Leute erreichen und alle gemeinsam was erleben. Und dieser positive Ansatz ist für mich auch wichtig, weil man natürlich auch verzweifeln kann, wenn man sich mit dem Umweltthema beschäftigt und sagt, es geht nichts voran und so weiter. Aber
Klima- und die Umweltfrage hat zwei Seiten. Das eine sind die Konzepte, das Technische, was wir tun können und müssen. Und das andere ist, sage ich jetzt mal, die psychologische Seite, dass wir wirklich die Energie, den Willen und die Kraft haben, das auch wirklich anzupacken und zu machen. Und ich glaube, das ist was genauso wichtig. Weil ich empfinde es zumindest so, dass eigentlich viele Dinge bereit liegen, die wir tun könnten, nehmen wir die erneuerbaren Energien und solche Dinge. Wir müssen es halt nur machen. Es heißt, wenn man 3% der Bevölkerung dazu bewegt, etwas zu ändern, dann wird derjenige, der irgendwas anbietet, das auch ändern müssen. Wenn wir also was ändern wollen, dann kann jeder was tun. Wenn wir einkaufen gehen, einfach mal die plastikverpackten Sachen liegen lassen, die unverpackten Dinge kaufen, die in Papier verpackten Dinge kaufen, dann kann jeder Einzelne dazu beitragen, dass unser Klima besser wird, dass es so bleibt, sich nicht wandelt. Das liegt an jedem Einzelnen. Jeder Schritt zählt, jeder Kilometer, den man mit dem Fahrrad fährt, zählt, jede Fahrt, die man nicht mit dem Auto macht, zählt. Jeder Einzelne kann viel tun und kann auch viele mitnehmen, indem er einfach vorlebt. Das ist das Beste, was man machen kann, vorleben, wenn man sich fragt, was kann ich tun? Ja, es ist einfach, die kleinsten Dinge zählen. Und wenn das Eis in der Waffel ist und nicht im Plastikbecher, dann hat man schon viel getan. Und trotzdem gibt es natürlich auch die andere Seite. Deswegen haben wir auch gerne Politikerbefragungen gemacht vor Wahlen, weil natürlich manches von der politischen Gesetzgebung, von den Rahmenbedingungen einfach abhängt, ob es gut funktioniert oder nicht. Also zum Beispiel auch bei den erneuerbaren Energien kommt es darauf an, wie die politische Rahmengesetzgebung ist, damit sich da schneller was tut, damit es schneller vorangeht, damit es die Bürgerinnen und Bürger vor Ort auch wirklich gut selbst in die Hand nehmen können und umsetzen können. Also es hat immer diese beiden Seiten, denke ich, aber wir als Verein konzentrieren uns schon, wie die Steffi gerade auch ausgeführt hat, eher auf das, was wir hier vor Ort tun können. Offener natürlich, dass auf der nationalen Ebene die richtigen Entscheidungen getroffen werden, aber da haben wir auch nicht so viel Einfluss drauf, außer mit unserer Wählerstimme. Insofern konzentrieren wir uns, glaube ich, tatsächlich eher auf die Dinge, die wir vor Ort selber ändern und anpacken können, außer dass wir natürlich auch informieren und auch Politiker befragen, um eben auf die wunden Punkte hinzuweisen, die unserer Meinung nach geändert werden müssen. Und es ist auch wichtig, aber das war auch eher lokal. Wir haben auch Visionen sozusagen für Germering entwickelt, wie wir uns den Verkehr hier vorstellen können und verschiedene Bereiche, Energiegewinnung, Stadtentwicklung. Aber schon, deswegen auch Bündnis Zukunft Germering, schon eigentlich aufs Lokale fokussiert. Nicht, dass uns das andere nicht interessiert, aber in dem Verein konzentrieren wir uns primär erstmal aufs Lokale, was wir hier anpacken können. Persönlich habe ich schon meine Zweifel, dass das funktionieren kann, wenn eine Wirtschaft, die darauf angelegt ist, dass sie immer weiter wachsen muss und dadurch ja auch immer mehr Materialverbrauch hat, dass das mit dem Umweltschutz zusammengeht. Ich denke, es gibt interessante andere Ansätze wie die Gemeinwohlökonomie oder auch die Postwachstumsökonomie, eine Kreislaufwirtschaft, wo praktisch die Materialien dann eben nicht wieder weggeschmissen werden, sondern in dem Kreislauf drin bleiben. Und ich denke, da müsste schon noch viel mehr geschehen, dass sich dieses Wirtschaftsmodell ändert zu solchen alternativen Formen hin. Also Deutschland ist am 3. Mai leer. Da haben wir Overshoot Day. Und früher können wir uns nicht mehr leisten. Also es muss eher später wieder sein. Die Welt ist am 2. August dieses Jahr leer.
wir haben nichts mehr, was wir verkaufen können. Wir haben nichts mehr, was wir essen können. Da muss zurückgeschraubt werden. Das ist meine Meinung. Wir könnten noch mehr sein und die Leute, die da sind, machen halt das, was, wo sie jetzt gerade Zeit und Lust drauf haben. Und das aber im Garten können wir gar nicht stemmen. Da bräuchten wir auch erst eine Fläche, da müssen wir uns wieder kümmern. Also ein Projekt, das wir jetzt gerade haben, was uns beschäftigt, was auch die Steffi hauptsächlich treibt, ist ein Kreislaufcontainer. Das heißt, dass also nicht nur Kleidertauschparty ist ja an einem Tag, an einem Ort. Und im Kreislaufcontainer kann man halt immer hingehen und Sachen hinbringen und Sachen wieder mitnehmen. Also sozusagen, das kennt man ja aus vielen Orten mit den Bücherregalen, den öffentlichen. Und da ist es halt ausgeweitet auf alles, was kein Müll ist. Genau.